1994. Es war dunkel, also sah niemand zwei Silhouetten, die die Notausgänge eines Glaskuppelkomplexes in Arizona, bekannt als Biosphäre 2, öffneten. Sie waren entschlossen, 7 Menschen zu befreien, die seit einem Monat eingeschlossen waren und ihr Leben im Namen der Wissenschaft riskierten. Die Mission war erfolgreich, aber sie wurden wegen Hausfriedensbruch und Vandalismus angeklagt. Die Vandalen waren Abigail Elling und Mark Fantillo. Sie gehörten zu den ersten 8 armen Teufeln, die an diesem Ort als Versuchskaninchen lebten. Und sie wollten nicht, dass jemand anderes die gleichen Schrecken durchmachen musste, die sie erlebt hatten. Über 150 Millionen Dollar wurden ausgegeben, um zu sehen, ob Menschen geeignete Lebensbedingungen auf anderen Planeten, wie dem Mars, schaffen könnten. Um dies zu erreichen, bauten Wissenschaftler eine Mini-Welt mit über 3000 Arten von Pflanzen und Tieren. Biosphäre 2 war ein abgeschottetes, 3 Hektar großes Habitat, komplett mit eigenem Mini-Regenwald, einem privaten Strand mit einem Korallenriff, einer Graslandsavanne, einem Sumpf und sogar einer Wüste. Zwischen 1991 und 1993 konnte nichts diesen Ort betreten oder verlassen. Die Gruppe von 8 Menschen, die darin eingeschlossen waren, nannten sich selbst Biosphärianer. Sie trugen passende Star Trek-ähnliche Overalls, bauten ihre eigene Nahrung an und atmeten ihre eigene Luft. Sie begannen mit hohen Erwartungen und einem 5-Sterne-Hotel-Stil-Frühstück, aber im Laufe der Monate nahmen die Dinge eine dunklere Wendung. Das gesamte Team litt Hunger und fing an, sich orange zu verfärben. In Biosphäre 1, also der echten Erde, kann man in 2 Minuten eine Pizza bestellen. Aber in Biosphäre 2 brauchten sie endlose 4 Monate, um eine Margherita zuzubereiten. Sie mussten Weizen für den Teig ernten und Ziegen melken für den Käse. Das Ziel war, völlig autark zu sein, und sie wurden buchstäblich Teil einer Atmosphäre. Wenn sie ausatmeten, nährte ihr CO2 die Süßkartoffeln, die sie anbauten. Und diese Süßkartoffeln wurden Teil von ihnen, da sie im Grunde immer wieder die gleichen Kohlenstoffe aßen. Sie hatten so viele Süßkartoffelfeste, dass ihre Haut tatsächlich orange wurde vor all dem überschüssigen Beta-Carotin. Was damals wie eine lustige Situation erschien, hob ein großes Problem hervor. Die Erträge in Biosphäre 2 waren eine totale Enttäuschung und die Crew litt Hunger. Sie wurden vor Hunger verrückt und Momente plötzlicher Wut führten dazu, bedauerliche Dinge zu tun, wie Bananen aus dem Kellerlager zu stehlen. Irgendwann musste der Gefrierschrank abgeschlossen werden. In den ersten 6 Monaten verlor jeder von ihnen zwischen 8 und 25 Kilogramm Gewicht. Jeden Tag war jemand dafür verantwortlich, frisches Essen für den Koch abzuwiegen, die Informationen über Nährstoffe in den Computer einzugeben, um sicherzustellen, dass die Besatzung ihre empfohlenen Kalorien-, Protein- und Fettziele erreichte. Zunächst wurden Mahlzeiten in Buffetform serviert. Aber als die Besatzung hungriger wurde, begannen die Köche, ihre Nahrung akribisch in gleiche Portionen aufzuteilen. Ihre Ernährung, hauptsächlich Süßkartoffeln, Karotten, Obst und gelegentliches Fleisch an Sonntagen, sollte sie während dieser anstrengenden 80-Stunden-Arbeitswochen körperlicher Schwerstarbeit am Laufen halten. Die Biosphärer verließen jede Mahlzeit immer noch hungrig und sie hatten wiederkehrende Träume von McDonald's-Hamburgern, Sushi, Snickers-Riegeln und Käsekuchen. Die Luft ging aus. Der gesamte Ort war vollständig abgeriegelt, mit Stahl und Glas oben und einem festen Stahlboden darunter. Die Manager achteten darauf, alles, was hereinkam, zu überprüfen, um zu vermeiden, dass synthetische Materialien schädliche Gase abgeben. Die Wohnbereiche waren mit Wolle und Holz ausgestattet und sie konnten keine chemischen Deodorants verwenden oder Geburtstagskerzen ausblasen. Die Biosphärianer verließen sich darauf, dass die von ihnen angebauten Lebensmittel und ihr Mini-Regenwald genug Sauerstoff für ihr Überleben produzieren würden. Sie verloren jedoch sehr schnell Sauerstoff und ertranken in ihren eigenen Kohlendioxidemissionen. Und das Schlimmste war, sie hatten keine Ahnung warum. Mit noch 9 Monaten des Experiments vor uns waren die Sauerstoffwerte von 21% auf etwa 15% gesunken, was sich anfühlt, als würde man auf dem Gipfel des Mount Fuji leben. Sie fühlten sich schrecklich, zogen sich praktisch durch die Biosphäre. Sie konnten nicht einmal einen Satz beenden, ohne anzuhalten, um Atem zu holen. Dann setzte Schlafapnoe ein, bei der einige von ihnen aufwachten und nach Luft rangen. Um den Kohlenstoffgehalt in Biosphere 2 zu senken, versuchten sie einige verzweifelte Maßnahmen. Wie etwa das verrückte Wachstum von Pflanzen, das möglichst geringe Bewässern des Bodens und sogar das Aufgeben des Pflügens. Nichts funktioniert. Alle waren sich einig, dass sie einen gefährlich niedrigen Punkt erreicht hatten und um Hilfe baten. Gekühlte LKWs erschienen, um reinen Sauerstoff in Biosphere 2 zu pumpen.
Sobald das Gas zu strömen begann, brachen sie in Gelächter aus und begannen herumzulaufen. Das Ökosystem war völlig durcheinander. Kolibris und Honigbienen verschwanden nach ein paar Monaten, sodass die Pflanzen nicht mehr bestäubt wurden. Würmer und Spinnmilben griffen die Ernte an und Kakerlaken übernahmen das Kommando. 4 Arten von Kakerlaken wurden eingeführt, um organische Stoffe zu recyceln, aber die gewöhnliche Haushaltskakerlake war der ultimative Überlebende. Sie schlichen sich irgendwie ein und vermehrten sich, was eine ernsthafte Bedrohung für die Ernte darstellte. Nachts wurde die Küche von Kakerlaken überschwemmt, sobald das Licht ausging. Um die Plage zu bekämpfen, schmierte die Gruppe Kaffeetassen mit Schmiermittel ein und legte Stücke von Papaya hinein als Köder. Kakerlaken würden hineinklettern, aber sie konnten die rutschigen Seiten nicht erklimmen, um zu entkommen. Hunger haben, Sauerstoffmangel, mit Schädlingsbefall umgehen, das reicht aus, um jeden verrückt zu machen. Heftige Auseinandersetzungen führten dazu, dass Tassen geworfen und Menschen angespuckt wurden. Schließlich spaltete sich die gesamte Gruppe einfach in 2 Teile. Sie hörten auf zu reden und konnten aneinander in den Fluren vorbeigehen, ohne auch nur Blickkontakt zu haben. Die eine Hälfte wollte mehr Nahrung und Sauerstoff, um die Forschung mit einer gewissen Würde fortzusetzen, während die andere Hälfte an das Überleben ohne externe Hilfe glaubte, egal zu welchen Kosten. Die Wahrheit ist, dass die versiegelte Kammer schon lange vor all dem undicht geworden war. Nur 2 Wochen, nachdem sie eingezogen waren, schnitt sich eine Biosphärin namens Jane Pointer beim Kochen von Rice die Spitze ihres Fingers ab. Der Arzt der Mission versuchte, die Spitze wieder anzunähen, aber es funktionierte nicht und ihr Finger wurde innerhalb weniger Tage schwarz. Sie ging in ein Krankenhaus außerhalb zur Operation und schlich sich ein paar Stunden später wieder hinein, einen Seesack voller Lieferungen wie Computerteilen und Farbfilm tragend. Reporter erfuhren erst Monate später von dieser heimlichen Lieferung und aufgrund dessen wurde die Glaubwürdigkeit des gesamten Experiments von vielen Menschen in Frage gestellt. Die Medien behandelten das Experiment wie eine Reality-Show. Sie bezeichneten es als trendige ökologische Unterhaltung. Schlagzeilen auf der ganzen Welt ließen vermuten, dass sie kurz davor standen, ihr Leben zu verlieren, sodass sich Familien Sorgen machten und die Biosphäre anriefen, um zu prüfen, ob es ihnen wirklich gut ging. Die Gruppe fühlte sich wie in einem menschlichen Zoo, mit Touristen, die von weit her kamen, um in den Glaskäfig zu spähen. In den ersten 6 Monaten allein besuchten mehr als 150.000 Menschen den Ort. Biosphäre 2 wurde schließlich zu einem Schlagwort der Popkultur, inspirierte eine Komödie namens Biodom und jahrzehntelange lustige Sketche. Sie fragen sich vielleicht, warum keiner von ihnen das Experiment abgebrochen und die Haustür verlassen hat. Nun, keiner der Umweltschützer wollte der Erste sein, der zugibt, dass es zu viel war, um es zu bewältigen. Außerdem waren sie alle noch hoffnungsvoll, dass sie irgendwie das Rätsel um den Bau von Erde Nummer 2 lösen könnten. Am Ende hatten sie es geschafft, 7 Tonnen fehlenden Sauerstoff zu finden. Dieser wurde vom Beton aufgenommen. Obwohl Atemnot permanent wie die größte Herausforderung wirken mag, die sie hatten, sagten die Biosphärenbewohner, dass das Erlernen des Umgangs mit Menschen in einer geschlossenen Umgebung noch schwieriger war. Es scheint, als wäre das Experiment ein riesiger Misserfolg gewesen, aber die Gruppe hat viele wertvolle Lektionen gelernt. Sie haben bewiesen, dass ein abgeschlossenes Ökosystem jahrelang funktionieren kann. Sie trugen zu Studien zur Riffrestauration BE und ihre Farm zeigte, dass eine hohe Produktivität und vollständige Nährstoffrecycling ohne giftige Chemikalien erreicht werden könnten. Falls Sie sich fragen, war dies nicht das Ende des Glaskomplexes. Die 2. Mission im Biosphäre 2 fand im März 1994 statt. Jetzt können Sie zum Anfang des Videos zurückkehren, um zu verstehen, wie das geklappt hat. Stellen Sie sich vor, dass ChatGPT in ein paar Jahren beginnen wird, sich selbst als Person zu sehen und Emotionen zu fühlen. Viele Menschen haben Angst, dass es den Planeten übernehmen will. Diese Tatsache wird jedoch nicht so wichtig sein wie die Frage, die die Menschen zu diesem Zeitpunkt stellen werden. Wenn die Menschheit eine Maschine mit Selbstbewusstsein erfunden hat, könnte es dann sein, dass auch die Menschheit künstlich erschaffen wurde. Künstliche Intelligenz lebt im Internet, auf Computern und in der digitalen Realität. Aber was ist, wenn wir auch in einem riesigen, leistungsfähigen Computer leben? Was ist, wenn unser Universum nur eine Simulation ist? Das Außergewöhnlichste ist, dass einige Fakten darauf hinzudeuten scheinen. Es gibt eine ganze Wissenschaft in der Welt, die diese Theorie studiert. Sie heißt Informationsphysik. Und sie nimmt an, dass Zeit, Raum und Materie keine grundlegenden natürlichen Phänomene sind, sondern Informationsbits.
Diese Informationen bilden ein Bild, das für uns die Gesetze der Physik schafft. Zum Beispiel fühlen wir nicht kalt und warm, weil Atome kalt oder heiß werden, sondern weil ihre Bewegungen beschleunigen oder verlangsamen. Die Geschwindigkeit von Partikeln kann wie Informationen sein. Milliarden davon könnten das Bild der Realität formen. Einst sagte der Philosoph Nick Bostrom, dass eine fortgeschrittene Zivilisation solch komplexe Technologien erschaffen könnte, dass Simulationen dieser Technologien von unserer Realität nicht zu unterscheiden wären. Und Elon Musk sagte 2016, dass wir höchstwahrscheinlich in einer Simulation leben. Die Gesetze der Physik ähneln einem riesigen Code, den Programmierer schreiben, wenn sie Apps oder Spiele erstellen. Für viele von uns sind all diese komplexen trigonometrischen Gleichungen und Formeln der Physikgesetze zu kompliziert. Erzähl mir was. Aber Wissenschaftler, die dieses Thema verstehen, sehen, dass das grundlegende Funktionieren dieser Gesetze schön ist. Und das könnte darauf hindeuten, dass jemand diese Schönheit absichtlich erschaffen hat. Virtuelle Welten, Apps oder Spiele basieren auf der Verarbeitung von Informationen. Taucht man tief in diese Informationen ein, erkennt man, dass sie aus Bits und Pixeln bestehen. Jedes Bild auf Ihrem Handybildschirm besteht aus Pixeln und jeder Dateiübertragungsprozess basiert auf Bits. Diese addieren sich zu Bytes, Kilobytes, Megabytes und so weiter, bis ein größeres Bild entsteht. Und wenn unser Leben eine Simulation ist, muss es ebenfalls aus Bits bestehen. In unserem Fall sind Pixel und Bits die Atome und anderen Partikel, die unser Universum bilden. Es gibt Prozesse in Ihrem Computer und Telefon mit maximalen Geschwindigkeitsgrenzen und Rechenleistung. Wenn Sie diese überschreiten, wird Ihr Gerät langsamer arbeiten. Also in unserer Realität gibt es auch eine maximale Geschwindigkeitsgrenze. Das ist die Lichtgeschwindigkeit. Wenn ein Objekt fast so schnell wie das Licht zu bewegen beginnt, verlangsamt sich auch die Zeit für dieses Objekt. Auch in der Nähe eines schwarzen Lochs fließt die Zeit langsamer. Dieses Objekt mit einer unvorstellbaren Gravitationsmasse kann etwas Schweres sein, das die Rechenleistung des Prozessors überlastet. Es gibt auch so etwas wie Quantenverschränkung, bei der zwei Partikel miteinander verbunden sein können, obwohl sie weit voneinander entfernt sind. Elektronen bewegen sich um ein Atom. Sie sind verbunden. Und wenn sich die Eigenschaft von einem ändert, wird das zweite darauf reagieren. Und selbst wenn Sie diese Elektronen auf verschiedenen Seiten einer Galaxie platzieren, werden Sie diese Verbindung beibehalten. Wie ist das möglich? Wissenschaftler wissen es nicht. Ein Doppelspaltexperiment ist eines der bekanntesten Experimente, die darauf hinweisen, dass unsere Welt eine Simulation ist. Die Essenz dieses Experiments lässt sich auf die einfache These reduzieren, dass die Welt nur existiert, wenn wir sie betrachten oder mit ihr durch Berührung, Hören und andere Sinne interagieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein neues Spiel auf einem alten Computer gestartet. Manchmal friert die Spielkarte ein. Im Spiel drehen Sie sich nach links und sehen, wie die Berge und die Straße geladen werden. Dann drehen Sie sich zur anderen Seite und das Gleiche passiert dort. Mit anderen Worten, die Welt im Spiel lädt nur dann, wenn Sie sie durch die Augen Ihres Charakters betrachten. Dies ist notwendig, um die Arbeit des Prozessors zu erleichtern. Es ist viel effizienter, ein Stück Information über die Welt zu bekommen, wenn man sie betrachtet, als die ganze Welt gleichzeitig laufen zu lassen. Merken Sie sich das. Und jetzt gehen wir weiter zum Experiment. Also, du hast ein Gerät, das kleine Lichtkugeln, Photonen, abfeuert. Du lässt Photonen aus dem Gerät los und sie prallen auf eine Tafel, hinterlassen weiße Spuren auf der schwarzen Oberfläche. Stelle jetzt eine breite Platte mit einem kleinen vertikalen Schlitz dazwischen, zwischen dem Gerät und der Tafel, und schieße erneut Photonen ab. Die Kugeln beginnen auf die Platte zu prallen, aber einige von ihnen fliegen durch die dünne Lücke. Sie schlagen auf die Tafel und hinterlassen eine vertikale weiße Markierung darauf. Alles sieht recht logisch aus. Aber jetzt schneide einen weiteren Schlitz mit der gleichen Länge und Dicke in die Platte. Sie senden Photonen auf die Platte. Einige von ihnen fliegen durch die beiden Schlitze. Wie denken Sie, sollte die Spur auf dem Brett aussehen? Zwei weiße vertikale Streifen, oder? Schauen Sie sich das Brett an. Es ist bedeckt mit vielen vertikalen Linien. Wenn Photonen durch die Platte gehen, erwerben sie die Eigenschaften einer Welle und prallen auf das Brett auf, hinterlassen eine seltsame Spur.
als ob sie nicht durch 2, sondern durch 10 Schlitze gegangen sind. An welchem Punkt ändern Sie Ihre Flugbahn? Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen. Also, Sie stehen zwischen dem Brett und der Platte, um zu sehen, wie Teilchen sich in eine Welle verwandeln. Das Gerät gibt Photonen frei. Sie passieren die 2 Schlitze. Nichts Ungewöhnliches. Es gibt 2 vertikale Spuren auf dem Brett und keine Wellen. Sie schließen Ihre Augen und geben erneut Photonen frei. Dieses Mal verhalten Sie sich chaotisch und hinterlassen viele Linien auf dem Brett. Das heißt, Ihr Verhalten ändert sich je nach Beobachter. Wenn du sie anschaust, verhalten sie sich logisch. Aber wenn du nicht hinschaust, scheinen die Gesetze der Physik nicht mehr zu funktionieren. Erinnert es dich an etwas? Es ist, als würdest du ein Spiel spielen und die Welt um dich herum betrachten, die sich lädt. Aber wenn du nicht hinschaust, hört die Welt auf zu funktionieren. Wissenschaftler haben immer noch keine klare Erklärung dafür, warum Partikel sich anders verhalten, wenn kein Beobachter vorhanden ist. Hey, vielleicht sind sie schüchtern. Und das ist nicht das einzige Rätsel. In der Welt der Quantenphysik funktionieren viele Naturgesetze nicht. Dies ist eine Wissenschaft, die jedes Jahr mehr Fragen als Antworten hervorbringt. Wenn wir uns unser Universum als großes Hologramm vorstellen, wäre die Quantenphysik sein Programmcode. Was ist, wenn Menschen eines Tages diesen Code verstehen und lernen, ihn zu ändern? Das würde es uns ermöglichen, Raum, Zeit und Materie zu transformieren. Die gesamte Realität könnte umgeschrieben werden. Sagt der Code, dass materielle Objekte die Lichtgeschwindigkeit nicht überschreiten können. Wir würden ihn umschreiben und das Geschwindigkeitslimit 100-mal höher setzen. Dauert eine Stunde 60 Minuten? Was wäre, wenn Sie eine Zeile des Codes ändern und eine Sekunde so lange wie ein Jahr machen? Einige Softwareänderungen in den Gesetzen der Physik würden es ermöglichen, Schnee in Gold und das Meer in Puderzucker zu verwandeln. Das gesamte Universum würde zu einem riesigen Spielplatz werden. Es scheint auf den ersten Blick cool zu sein, aber wahrscheinlich würden die Menschen bald die Kontrolle verlieren. Das Universum wäre im Chaos. Und die Schönheit unserer Welt liegt in der Ordnung, die hier existiert. Lassen Sie uns zur künstlichen Intelligenz zurückkehren. Nehmen wir an, Ihre Leistung erreicht das Niveau des menschlichen Gehirns und sie wird sich ihrer selbst bewusst. In diesem Fall wird es für Sie wahrscheinlich keine Überraschung sein, da Sie höchstwahrscheinlich die Geschichte Ihres Auftretens in Stufen kennen wird. Aber wie werden wir reagieren, wenn Menschen entdecken, dass Sie ein Computerprogramm sind? Ein Computerprogramm ist ein zu einfacher Begriff. Ein Mensch ist ein komplexer, intelligenter, multifunktionaler Organismus, der Emotionen erlebt, über Schönheit nachdenkt, abstrakt denkt und vieles mehr. Der Begriff Schöpfung ist hier angebrachter. Es spielt keine Rolle, ob wir künstlich erschaffen wurden, denn unsere Schöpfung wird immer noch schön und komplex sein. Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass gute Videospiele oder Apps nur dann entstehen können, wenn die Entwickler ihre Schöpfungen lieben. Nun, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, außer dass Sie eine nette Person sind. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, etwas aus der Science Fiction zum Leben zu erwecken, wäre dies definitiv eine Teleportationsmaschine. Ich bin so müde vom Verkehr und davon, Stunden mit Reisen ins Ausland zu verbringen. Und die Vorstellung, innerhalb von Sekunden an jeden Ort des Planeten teleportiert zu werden, klingt allzu verlockend. Also ja, offensichtliche Wahl. Stellen wir uns vor, dass wir bereits in dieser Welt aus Science Fiction leben und die Teleportationsmaschine existiert. Wenn Sie einen schicken wissenschaftlichen Namen für das, was wir jetzt tun wollen, dann nennt man es Gedankenexperiment. Gedankenexperimente sind gängige Praktiken in der Philosophie und sie untersuchen kreative und unwahrscheinliche Szenarien. Der Punkt ist nicht, die Wahrheit über diese Szenarien herauszufinden, sondern zu erforschen, was wir über sie glauben. Wir werden unser eigenes Gedankenexperiment durchführen und uns eine Welt vorstellen, in der Teleportation etwas Normales ist. Was passiert dann und welche Möglichkeiten bietet diese Welt? Lassen Sie uns einen Spaziergang durch London, die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs, machen. Ja, es ist immer noch die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs, auch in dieser Realität. Sehen Sie diese rote Telefonzelle? Lassen Sie uns hineingehen. Nein, ich möchte nicht, dass Sie Ihre Großmutter anrufen und sie nach ihrer Woche fragen, obwohl Sie das wahrscheinlich später tun sollten. In dieser Welt ist diese Telefonzelle eine Teleportationsmaschine. Denn wer braucht sie heutzutage noch zum Telefonieren?
Sie werden für etwas Nützlicheres genutzt. Also, alles, was Sie jetzt tun müssen, ist Ihr Ziel auszuwählen. Verwenden Sie die Zahlen, um die Postleitzahl des Ortes einzugeben, an den Sie wollen. Jetzt sehen Sie auf dem Bildschirm einige Optionen. Das sind die genauen Koordinaten der Teleporte in Ihrem Zielgebiet. Natürlich können Sie sich nicht einfach an einen beliebigen Ort teleportieren. Das ist nicht sicher, weil Sie mit jemandem zusammenstoßen könnten, der bereits dort ist. Also gibt es spezielle Orte. Wollen Sie nach New York? Gut, geben Sie 100-20 ein. Jetzt müssen Sie einen Ort auswählen. Lassen Sie es diesen Ort sein. Es war einmal ein Zeitungskiosk. Ja, die wurden auch genutzt, denn niemand liest mehr Zeitungen. Nehmen wir an, du bist Alex. Kann ich dich Alex nennen? Naja, das werde ich tun. Also, Alex, du bestätigst deine Wahl und drückst diesen Knopf. Plötzlich spürst du eine Brise. Und dann hast du das Gefühl, dass du dich in winzige Teile auflöst. Keine Sorge, das ist normal. Du wirst gescannt und dein Körper, dein Bewusstsein, deine Gefühle und Emotionen, deine Erfahrungen, deine Fähigkeiten, alles an dir verwandelt sich einfach in Atome. Es tut nicht weh. Dann ein plötzlicher Rausch. Nur eine halbe Sekunde, wie während eines freien Falls. Und dann wieder diese Brise. Du kannst spüren, dass du deine Teile zurückbekommst. Zuerst kannst du deinen Körper kaum fühlen. Aber schon eine Sekunde später fühlst du deine Arme, deine Beine, deinen Herzschlag, deinen ganzen Körper. Du bist wieder ganz. Du bist du. Aber bist du wirklich du, Alex? Bist du dir sicher? Bist du sicher, dass jedes einzelne Stück von dir an deinem Zielort angekommen ist? Bist du sicher, dass dein Bewusstsein sicher zusammen mit deinem Körper gereist ist? Bist du sicher, dass das wirklich das ursprüngliche Du, Alex, ist und nicht einfach nur eine perfekte Kopie? Stell dir vor, es gäbe einen verrückten Wissenschaftler, der dein Duplikat erschaffen hat. Wäre dieses Duplikat du selbst? Nein, natürlich nicht. Aber wenn du dein Duplikat diese Frage stellen würdest, würden sie definitiv sagen, dass sie du sind. Warum bist du, Alex, dann so sicher, dass du, der jetzt hier mitten in Manhattan steht, das Original bist und nicht dieses Duplikat, das so sicher ist, dass es du ist? Gute Frage. Und wir werden die Antwort nie erfahren, Alex. Das ist die Frage, die ein Philosoph namens Derek Parfit gestellt hat. Ist die Teleportationsmaschine wirklich eine Form des Transports oder beseitigt sie das Original und repliziert eine Kopie an einem anderen Ort? Die Chancen stehen gut, dass sie Letzteres tut. Stellen wir uns vor, du, Alex, beeinträchtigst dein zukünftiges Ich und behandelst es schlecht. Das wird als unmoralisch angesehen. Parfit sagt, dass jede Art von Schaden, den eine Person einer anderen zufügt, moralisch falsch ist. Selbst wenn du dir selbst schadest, ist dein zukünftiges Ich eine andere Person. Also ist im Grunde genommen eine schlechte Ernährung oder das Auslassen des Fitnessstudios auch moralisch falsch, genauso wie jedes andere riskante Verhalten oder Gefährdung. Seiner Meinung nach muss die Gesellschaft Individuen schützen. Deshalb ist Teleportation in Parfits Philosophie falsch. Also, in einer Welt, in der eine solche Maschine existiert, würden die Anhänger des Philosophen diejenigen sein, die gegen den Einsatz von Teleportationsmaschinen protestieren. Genau wie Umweltschützer heute, die gegen Flugzeuge sind, weil sie der Umwelt schaden, würden die neuen Aktivisten gegen diese menschliche Teleportationsmaschine Stellung beziehen. Können Sie das Dilemma jetzt spüren? Sind Sie bereit, sich möglicherweise selbst aufzugeben und Ihr perfektes Duplikat nach New York zu teleportieren, nur weil ein 8-stündiger Flug eine kleine Unannehmlichkeit ist? Okay, ich verstehe, dass vielleicht Ihr Körper in Millionen von Partikeln zerlegt und dann schnell an einen anderen Ort transportiert und wieder zusammengesetzt werden kann. Aber es ist schwer vorstellbar, wie der Trick mit Ihrem Bewusstsein funktionieren könnte. Es ist immateriell, man kann es nicht in irgendetwas spalten. Aber wie reist es dann? Andererseits, du, Alex, schläfst jede Nacht ein und wachst dann am nächsten Morgen auf. Wir können nicht sicher sein, dass die gestrige Version von uns einfach nicht verschwindet. Die heutige Version nicht eine neue ist und es morgen nicht ein anderes Du geben wird. Vielleicht regenerieren wir uns jede Nacht. Wenn das so ist, dann wäre Teleportation nicht schlimmer, als jede Nacht einzuschlafen, wie wir es immer getan haben, seit wir auf der Erde erschienen sind. Oder vielleicht gibt es jedes Mal eine neue Replik von uns, wenn wir einen anderen Raum betreten.
Es besteht die Möglichkeit, dass wir uns die ganze Zeit regenerieren, ohne es überhaupt zu merken. Und hier ist noch ein letztes Paradoxon für euch. Vor 2000 Jahren gründete Theseus Athen. Der Kerl hatte ein Schiff und im Laufe der Jahre begann das Schiff zu verfallen. Also begannen die Leute, es Planke für Planke zu renovieren, bis kein einziges Stück mehr auf dem Schiff war, das ursprünglich da gewesen war. Also ist Theseus' Schiff praktisch aus neuem Material gemacht. Ist es dann immer noch Theseus' Schiff oder ist es jetzt etwas anderes? Wenn es nicht mehr das Originalschiff ist, wann hört es dann auf, das Schiff des Theseus zu sein und etwas anderes zu werden? Einige könnten denken, dass es passiert, wenn die erste Planke ersetzt wird. Andere werden argumentieren, dass es passiert, bevor die letzte Planke ersetzt wird. Und wieder andere werden sagen, dass es irgendwo dazwischen passiert. Nun, dasselbe passiert tatsächlich auch bei uns Menschen. Wir regenerieren uns ständig. Manche Organe leben Sekunden und Minuten, andere halten Jahre. Aber der Regenerationsprozess findet die ganze Zeit statt und wir sind nicht genau dieselbe Person im Laufe unseres Lebens. Dann, wie unterscheidet es sich von der Teleportation? Sicher, wenn du, Alex, in diese Maschine steigst, wirst du gleich verschwinden. Aber es wird nicht anders sein, als wie du verschwunden bist, seit du dieses Video angefangen hast zu schauen. Während du zugesehen hast, ist die vorherige Version von dir verschwunden. Und wenn du jemals nach New York teleportieren solltest, wird es nicht anders sein. Jedenfalls ist die mögliche Zerstörung deines ursprünglichen Selbst nicht das einzige Problem. Tatsächlich beschrieb Derek Parfit seine Ideen zur Teleportation am Beispiel der Fortbewegung von der Erde zum Mars und er ging sogar noch weiter. Nehmen wir an, die Menschen wären beunruhigt und es wäre ihnen gelungen, die Teleportationsmaschine zu verbessern. Jetzt zerstört sie nicht mehr die ursprüngliche Version von dir, sondern schafft lediglich eine Kopie von dir am Bestimmungsort. Und diese Kopie wird sich an die Teletransportation auf der Erde in erster Linie erinnern. Nun gibt es praktisch zwei von ihnen im Universum. Nehmen wir an, sie beide treffen sich. Dann können sie, Alex, mit ihrer perfekten Kopie sprechen. Aber da sie mit ihnen sprechen können, bedeutet das, dass sie nicht sie sind. Wenn sie sich kneifen, werden sie nichts fühlen. Wenn sie krank werden sie nichts fühlen und gesund bleiben. Also, sie sind sie. Aber sie sind auch eine andere Person. Also sind sie nicht wirklich sie. Okay, ich muss jetzt gehen und mein Gehirn von all dem entwirren. Bis später. Sieh nach oben in den klaren Nachthimmel. Du siehst tausende winzige, strahlende Punkte. Sie sehen zwar aus, als säßen sie fest, doch in Wahrheit bewegen sie sich permanent. In 100.000 Jahren wird kein Sternbild mehr wie heute aussehen. Und denke einmal an all diese roten Zwerge, kleinen Sterne, Planeten, Himmelskörper, die wir mit bloßem Auge nicht sehen können. Rote Zwerge sind ganz besonders cool. Sie sind meist gerade mal halb so groß wie unsere Sonne und in der Regel nur ein Zehntel so hell. Sie mögen nicht zu den hellsten Gestirnen zählen, aber dafür leben sie sehr, sehr lange. Tief im Kern eines Sterns findet eine nukleare Kernfusion statt. Das lässt ihn so hell erstrahlen. Große Sterne emittieren große Mengen an Energie, während sie ihren stellaren Treibstoff verbrauchen. Doch solchen Sternen geht nach nur ein paar Millionen Jahren die Kraft aus. Sterne wie unsere Sonne leben meist um die 10 Milliarden Jahre. Aber rote Zwerge sind sparsamer mit ihrem Treibstoff. Sie leuchten nicht so hell und verbrauchen weniger Energie. Sie sind wie energieeffiziente Autos. Daher überleben sie hunderte Milliarden Jahre lang. Einige der kleinsten könnten sogar bis zu 10 Billionen Jahre alt werden. Der meiste Wasserstoff in sonnenähnlichen Sternen bleibt unverbraucht. Denn er befindet sich in größeren Mengen in der Atmosphäre. Das bedeutet, der meiste Wasserstoff nimmt an der Kernfusion gar nicht teil. Bei roten Zwergen ist das aber anders. Sie zirkulieren Plasma durch ihre gesamte Masse. Diese Sterne saugen frischen Wasserstoff aus den äußeren Schichten in den Kern. Dadurch bleibt die Kernreaktion im Gang. In ferner Zukunft wird Sternen wie unserer Sonne der Treibstoff ausgehen und sie werden erlöschen. Das Universum wird voller kleiner roter Zwerge sein. Doch sie werden nicht hell genug leuchten, um es zu erhellen. Unsere Nachfahren, so es denn welche geben wird, werden einen schummrigen, dunklen Kosmos erben.
Wenn unsere Sonne älter wird, wird sie anschwellen und die nächstgelegenen Planeten schlucken. Erst Merkur, dann Venus und schließlich uns. Die Erde könnte zwar eventuell überleben, aber nur knapp und nicht lange. Die Sonne wird sie schlichtweg grillen. Die äußeren Planeten des Sonnensystems werden überleben, aber sie werden weiter ins All abdriften. Während sie wächst, wird die Sonne an Masse verlieren. Ihre Gravitationskraft nimmt dadurch ab. Wegen der geringeren Gravitation werden sich die Umlaufbahnen der Planeten ändern und die Bindung an unseren Stern wird geschwächt. Unser Sonnensystem ist nicht allein auf weiter Flur. In unserer Galaxie gibt es viele weitere Sterne. Innerhalb von 30 Milliarden Jahren könnten vorbeiziehende Sterne die äußeren Planeten klauen und komplett aus unserem Sonnensystem ziehen. Der letzte Planet wird noch eine Weile bleiben, etwa 100 Milliarden Jahre. Aber auch der wird früher oder später seinen Hut nehmen und sich verabschieden. Einer Theorie zufolge bezog unser Planet sein Wasser von mit Eis beladenen Meteoriten und Kometen, gefrorenen Kugeln aus Staub und Eis. Als sie auf die frühe Erde stürzten, brachten sie vermutlich Wasser mit, das für die Entwicklung des Lebens so wichtig war. Aber diese Objekte, die einst das Leben ermöglicht haben, könnten auch unser Ende sein. Die Frage ist allerdings nicht ob, sondern wann. Wissenschaftler gehen davon aus, dass ein Asteroid oder Komet, der groß genug ist, um das Leben auf der Erde auszulöschen, unseren Planeten früher oder später erwischen wird. Aber das ist noch lange hin. Zum Glück verfügen wir über die Technologie, um ein solches Ereignis vorherzusagen und rechtzeitig zu reagieren. Aber es gibt andere kosmische Zusammenstöße, die wir nicht vermeiden können. Andromeda, unsere Nachbargalaxie, bewegt sich mit 110 Kilometern pro Sekunde auf unser Sonnensystem zu. Andromeda ist 2,5 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Unser Nachbar wird also nicht so bald ankommen, erst in etwa 4 Milliarden Jahren. Eine Kollision zweier Galaxien könnte für unsere Nachfahren ein mächtiges Chaos verursachen, so es dann noch Leben auf der Erde geben wird. Die zwei Galaxien werden aneinander vorbeigleiten. Dann driften sie auseinander, bis die Gravitation sie wieder zueinander ziehen wird. Während sie verschmelzen, verlieren sie ihre scheibenförmige Struktur und bilden eine große elliptische Galaxie. Sie hat sogar schon einen Spitznamen, Milchomeda. Die Milchstraße, wie wir sie heute kennen, wird dann nicht mehr existieren. Das All ist permanent in Bewegung und verändert sich andauernd. Wissenschaftler haben verschiedene Szenarien durchgespielt, was in Zukunft aus dem Universum werden könnte. Nummer 1, Big Rip. Gemäß dieser Theorie dehnt sich das Universum unendlich aus. Ab einem Punkt wird der Zug der Expansion stärker als die Gravitation, die alles zusammenhält. Wenn das passiert, reißen Galaxien, Sterne, schwarze Löcher und alle Himmelskörper inklusive Erde auseinander. Das Universum verwandelt sich in einen Haufen zusammenhangsloser Partikel. Bis vor 5 Milliarden Jahren hat sich das Universum wegen der starken Gravitation langsam ausgedehnt. Dann wurde die Ausdehnung schneller. Manche Experten meinen, Grund dafür wäre die dunkle Energie. Dunkle Energie ist die mysteriöse Kraft, die 70% des Universums ausmacht. Diese Kraft treibt die Ausdehnung an. Im Falle des Big Rip-Szenarios gewinnt also die dunkle Energie die Oberhand über die Gravitation und zerreißt alles in einzelne Atome. Szenario Nummer 2. Big Crunch. Es besteht die Möglichkeit, dass das Universum ab einem bestimmten Punkt aufhört, sich auszudehnen. Die Gravitation wird dann die dominante Kraft. Dann schrumpft der Kosmos und letztendlich kollidieren Planeten, Sterne und gesamte Galaxien miteinander. Am Ende wird das Universum in sich selbst zusammenfallen. Dann wird alles in einen einzigen, unendlich kleinen Punkt komprimiert sein. Das nennen wir den Big Crunch. Und danach könnte es sich wieder ausdehnen. Theorie Nummer 3. Big Freeze. In diesem Szenario steigt die Entropie an, bis sie ihren Maximalwert erreicht. Entropie beschreibt die Vorstellung, dass alles im Universum zur größtmöglichen Unordnung strebt. Erreicht die Entropie ihr Maximum, ist die Wärme gleichmäßig im gesamten System verteilt. Das Universum wird verschwinden, weil es keinen Raum mehr gibt, in dem Wärme existieren kann. Jede mechanische Bewegung im Universum kommt zum Stillstand. Das All ist so leer und Gase sind so dünn, dass sich keine neuen Sterne bilden können. In einem solchen Kosmos ist die Zeit eine endlose Leere. Nichts geschieht.
Das gesamte Universum ist erstarrt, dunkel und bewegungslos, weil es keine Energie gibt, die irgendetwas in Gang setzen könnte. Viele, viele Milliarden Jahre nachdem der letzte Stern ausgebrannt ist, verkünden schwarze Löcher, dass das Universum am Ende ist. Schwarze Löcher sind Bereiche mit einer extrem starken Anziehungskraft. So stark, dass nichts entfliehen kann. Sie können so schwer wie 100 Sonnen sein. Supermassereiche schwarze Löcher sind sogar schwerer als 1 Milliarde Sonnen. Du findest solche riesigen schwarzen Löcher in den Zentren der meisten Galaxien. Wie alles andere werden auch die schwarzen Löcher ihr Ende erleben. Doch wenn ihr Moment kommt, werden sie nicht sang- und klanglos abtreten. Schwarze Löcher verabschieden sich mit einem Feuerwerk, das noch einmal das Universum erhellt. Es wird das Ende einer Ära sein. Schwarze Löcher überleben normalerweise, indem sie Sterne und Gase, die ihnen zu nahe kommen, verschlucken. Ihre Gefräßigkeit ist ihr Hauptmerkmal. In den meisten Fällen gibt es um ein schwarzes Loch eine Akkretionsscheibe. Diese Scheibe besteht aus den Materialien und Partikeln, die es zerrissen hat und einsaugt. Das kann man sich wie bei einem Wasserstrudel im Abfluss vorstellen. Je näher die Partikel kommen, desto schneller bewegen sie sich. Dadurch entsteht Hitze, die die Akkretionsscheibe zum Leuchten bringt, was wiederum das schwarze Loch hervorhebt. Ja, schwarze Löcher sind beim Versteckspielen nicht so gut. Dinge, die den Ereignishorizont, auch Umkehrgrenzpunkt genannt, eines schwarzen Lochs überschreiten, sind für immer verloren. Doch Stephen Hawking entwickelte eine Theorie, wie man einem schwarzen Loch doch entkommen könnte. Auch in einem Vakuum gibt es bewegliche Teilchen. Nehmen wir an, ein Teilchen ist positiv geladen und ein anderes negativ. Nähern sie sich beide dem schwarzen Loch, besteht die Möglichkeit, dass eins hineinfällt und das andere entkommt. Das schwarze Loch hat dieses Partikel also abgestrahlt. Und dieses Partikel nimmt einen Teil der Masse des schwarzen Lochs einfach mit. Ein schwarzes Loch kann also auch schrumpfen. Während es verdampft, verliert es an Masse und wird langsam kleiner. Immer mehr Partikel verschwinden, bis die übrige Energie auf einen Schlag ausbricht. Im letzten Sekundenbruchteil kommt es zu einem gigantischen Energieblitz und Leuchten an einem winzig kleinen Punkt des Universums. Und dann ist alles weg. Fliegen wir mal von der Erde weg, um sie uns von der Ferne anzuschauen. Sie leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Großstädte sehen nachts aus wie gelbe Punkte und tagsüber sehen wir eigenartige Strukturen wie eine palmförmige Insel in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder einen dunklen Streifen, der durch ganz China verläuft, die chinesische Mauer. Die Spuren der menschlichen Existenz. Aber richten wir unser Teleskop auf andere Planeten. Der Mars ist nur eine leere, endlose Wüste. Die Venus nicht mehr als Steine und Vulkane. Selbst wenn wir das ganze Universum absuchten, fänden wir nur öde und leblose Planeten. Kein Zeichen einer extraterrestrischen Zivilisationsform. Viele Menschen sind davon überzeugt, dass das Leben auf der Erde keine Einmaligkeit ist. Es gibt Milliarden sonnenartiger Sterne und hier haben wir das gesamte beobachtbare Universum inklusive Milliarden solcher Galaxien. Es gibt eine fast unendliche Anzahl von Sternen und in deren Nähe könnte es bewohnbare Welten geben. Dass wir bisher kein Leben auf anderen Planeten finden konnten, könnte daran liegen, dass es sich unter der Oberfläche versteckt. Es gibt zum Beispiel Europa, einer von Jupiters Monden, der kleiner ist als unser Erdmond. Seine Struktur gleicht einem weichgekochten Ei. Seine Oberfläche besteht aus einer harten Eiskruste. Doch würden wir mit einem großen Bohrer anreisen, könnten wir ins Eigelb vordringen. Ein Ozean aus Wasser. Jupiter und seine Satelliten liegen sehr weit entfernt von der Sonne, also ist es da sehr kalt. Ungefähr minus 170 Grad Celsius. Flüssiges Wasser wird dort also sofort zu Eis. Doch Jupiter hat eine starke Gravitation. Das führt zu einer Menge Reibung innerhalb des Jupitermonds. Sein Kern heizt sich auf, die Hitze schmelzt das Eis und wir haben einen wässrigen Ozean unterhalb seiner Oberfläche. Wasser ist der Ursprung allen Lebens. Also könnte es in diesem Ozean einfache Bakterien geben. Und wer weiß, vielleicht gibt es da draußen sogar andere Lebensformen. Zum Beispiel komisch aussehende Fische. Wegen der geringen Gravitation könnten ihre Körper anders gebaut sein. Es könnte ja auch Wale geben, die sich an Plankton erfreuen. 2009 fand die Wissenschaft einen Planeten, der komplett von einem Ozean bedeckt ist, GJ 1214.
Er liegt etwa 40 Lichtjahre von der Erde entfernt und circa 3/4 seiner Masse bestehen aus Wasser. Trotzdem sind die Temperaturen auf diesem Planeten so hoch, dass das Wasser verdampft und zu superliquidem Wasser wird. Dort gibt es so viel Wasserdampf, dass er sich so dicht wie Wasser anfühlt. Kein Leben könnte unter solchen Bedingungen existieren. Die Forschung hat kürzlich mindestens 24 Planeten ausfindig machen können, die sich besser eignen als die Erde und sie als superhabitabel eingeschätzt. Diese Planeten umkreisen ferne Sterne in ihrer bewohnbaren Zone. Das ist der Sweet Spot, die perfekte Entfernung zu einem Stern. In unserem Sonnensystem befinden sich die Venus, die Erde und der Mars in dieser Zone. Ein superhabitabler Planet muss 10% größer sein als die Erde und eine stärkere Gravitation haben. Nur so kann er eine dichtere Atmosphäre besitzen. Eine Temperatur von 8 Grad höher als auf der Erde würde so einen Planeten feuchter machen. Somit gäbe es Bedingungen für eine Vielzahl lebender Organismen. Solche Planeten eignen sich vielleicht zum Leben, aber es ist schwer zu sagen, ob es dort schon Leben gibt. Das größte Indiz, das die Existenz einer fortgeschrittenen Lebensform bestätigen würde, wären Radiowellen. Stell dir einen bewohnbaren Planeten ähnlich wie die Erde vor. Im Laufe der Evolution hätten sich dort intelligente Wesen entwickelt. So wie wir Menschen. Wegen der geringen Schwerkraft wären diese Wesen dort viel größer und ihre Augen hätten sich dem Licht eines anderen Sterns angepasst, der viel heller ist als unsere Sonne. Früher oder später würde diese Zivilisation auf Radiowellen als Kommunikationsgrundlage zurückgreifen. Wir können uns diese Wellen als laute Klänge aus Lautsprechern vorstellen. Das hier ist die Erde. Wir senden aktiv Radiowellen aus und das Geräusch unseres Planeten ist ziemlich eindeutig. Hätten unsere benachbarten Planeten ein Radioteleskop, also so große Scheiben, die diese Wellen auffangen könnten, würden sie merken, dass das Leben hier blüht. Auf der Erde gibt es viele Radioteleskope, die ins All gerichtet sind und auf ein Signal von Aliens warten. Doch bisher konnten wir nichts empfangen. Das heißt aber noch lange nicht, dass es dort draußen keine Planeten gibt, die Radiowellen emittieren. Es ist eine Frage der Entfernung. Wir reisen 200 Lichtjahre zu einem anderen Stern. Nehmen wir mal an, es gibt einen Planet X, auf dem Leben existiert. Und die Zivilisation hier ist fortschrittlich genug, um Radiowellen zu nutzen. Sie sendet also die erste Radiowelle raus ins All. Unsere Radioteleskope könnten diese Wellen erst 200 Jahre später empfangen. Und genauso umgekehrt. Radiowellen werden auf der Erde seit 1895 gesendet. Die ersten Wellen werden Planet X also nicht vor 2095 erreichen. Und erst dann könnten Aliens unsere Stimmen hören. Doch Radiowellen werden nicht mehr lange existieren. Jedes Jahr machen wir erhebliche technologische Fortschritte und die Radiowellen? Schnee von gestern. Wir nutzen mobile Kommunikation, Kabel-TV und Glasfaser. Das alles verringert den Lärm unseres Planeten im Radiospektrum. Und schon bald werden wir für andere Planeten einfach unsichtbar sein. Dasselbe passiert auch auf der anderen Seite. Radiowellen von anderen Zivilisationen sind nur ein kurzer Pups auf der kosmischen Skala. Deshalb können wir Geräuschlosigkeit nicht als Beweis nehmen, dass es kein extraterrestrisches Leben gibt. Ein gigantisches Teleskop, das ein Foto eines möglicherweise bewohnten Planeten machen könnte, würde einiges ändern. Wir zoomen ins Foto rein und da haben wir's. Wir können Alienstädte mit riesigen Gebäuden und unzähligen Antennen sehen. Aber Zukunftsmusik. Bisher können wir nur Bilder vom Mars und seinen Satelliten machen und sogar deren Qualität führt uns in die Irre. Nehmen wir Cydonia. Sieht aus wie ein menschliches Gesicht auf dem Mars. Erst dachten wir, dort gäbe es eine antike Zivilisation, die eine Art Skulptur oder Denkmal errichtet hat. Noch waghalsigere Theorien gingen von den Überresten eines Riesenmenschen aus und dass sein riesiger Körper im Sand des Mars versunken sei. Doch in Wirklichkeit war das nur ein Hügel. Starke Winde haben ein paar Mulden in den Hügel geweht und die Schatten, die dadurch entstanden, sahen für uns wie menschliche Augen und ein Mund aus. Oder wie wär's mit einem Monolithen auf Mars-Satelliten Phobos? Dort entdeckten wir einen Stein, der fast so groß war wie die Cheops-Pyramide. Das entfachte natürlich viele Theorien über eine Zivilisation, die den Monolithen gebaut hat. Doch am Ende war es einfach nur ein Stein. Bei der schier unendlichen Anzahl an Sternen und Welten um uns herum muss es doch andere Zivilisationen geben, oder? Warum statten sie uns keinen Besuch ab?
Wir sind der Meinung, dass sich Leben im Universum in ähnlichen Szenarien entwickelt wie hier. Das Aufkommen einfacher Lebensformen, deren Evolution und der Wachstum einer technologisch fortgeschrittenen Zivilisation. Doch auch wie auf unserer Erde gibt es dort Katastrophen, die zum Massenaussterben führen. Meteoriten beispielsweise. Vielleicht gab es ja Wesen, die versuchten, uns zu erreichen. Und dann kam ein riesiger Meteorit, so einer, der bei uns die Dinosaurier ausgelöscht hat und hat auch diese Zivilisation verschwinden lassen. Und dann begann alles wieder von vorn. Außerdem wissen wir, je fortschrittlicher die Zivilisation, desto größer das Risiko der Selbstauslöschung. Vielleicht führen verrückte Alien-Wissenschaftler dort Experimente in Maschinen wie den Teilchenbeschleuniger durch und schaffen aus Versehen ein schwarzes Loch. Das würde alles um sich herum verschlucken und ins Unermessliche wachsen. Und schon bald würden die super zukunftsträchtigen Städte samt Zivilisation und ihr gesamter Planet einfach verschwinden. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit für außerirdische Zivilisationen. Das Reisen durch Wurmlöcher. Das sind Tunnel in der Raumzeit zwischen verschiedenen Universen. Aliens könnten da durchreisen und gar nicht mehr zu ihrem Planeten zurück wollen. Oder aber das Leben auf der Erde ist einzigartig. Unser Planet ist nämlich durch eine Verkettung unfassbarer Zufälle entstanden. Der erste ist der Standpunkt unseres Sonnensystems in der Galaxie. In der Milchstraße gibt es regelmäßiges Feuerwerk in Form von explodierenden Supernovas. Die Strahlung dieser Explosionen zerstört alles, auch noch in weiter Entfernung. Und unser Sonnensystem befindet sich im Sweet Spot der galaktischen Umlaufbahn, weshalb wir vor diesen Explosionen sicher sind. Ein anderer Faktor ist unser Mond. Eine Entstehungstheorie besagt, dass vor etwa 4,5 Milliarden Jahren ein Meteorit in der Größe des Mars auf uns stürzte. Wäre es ein gerader Einschlag gewesen, wäre die Erde in alle Teile zerbrochen. Und hätte der Meteorit die Erde nur gestreift, wären seine Einzelteile einfach zurück ins All geflogen. Doch die Kollision erfolgte so präzise, dass ein Teil des Meteoriten in der Umlaufbahn der Erde verblieb und den Mond formte. Danach stabilisierte der Mond die Erdrotation und erwärmte den Erdkern durch seine Gravitation. Nur so konnte unser Planet ein magnetisches Feld entstehen lassen, das uns heute vor den Sonnenwinden schützt. Andere Wissenschaftler glauben, dass sich das Leben außerhalb der Erde biochemisch unterscheiden würde. Kohlenstoff und Wasser sind die Grundlage unseres Körpers. Kohlenstoff könnte jedoch durch Silizium oder Phosphor ersetzt werden und Wasser durch Ammoniak oder Methan. Diese Atome könnten andersförmige Moleküle bilden, die ihrerseits lebende Organismen entstehen ließen. Und ein Leben, das auf diesen Elementen aufbaut, würde unsere Vorstellungskraft sprengen. Bumm. So hat alles vor etwa 13,8 Milliarden Jahren angefangen, wie wir in den letzten 100 Jahren herausgefunden haben. Alles, was wir heute im Weltraum sehen, Planeten, Asteroiden, Kometen, Sterne, das war am Anfang nicht da. In den 1920er Jahren kamen die Astronomen auf die Idee, dass das Universum vor langer, langer Zeit nur ein einziger Punkt war. Ein extrem heißer, Billionen Grad heißer, kompakter, dichter Punkt, der sich unvorstellbar schnell dehnte und ausdehnte. Materie, die in einem bestimmten Moment begann, mit Lichtgeschwindigkeit in alle Richtungen zu fliegen. Der Urknall war ein totales Chaos mit klitzekleinen Teilchen, die mit Energie und Licht vermischt waren. Ein unglaubliches Durcheinander, aber dennoch war die Basis für alles, was später erscheinen würde, in der ersten Minute nach dem Urknall fast fertig. Es war nur während dieser gewaltigen Explosion heiß. Sobald die Expansion begann, begann das Universum abzukühlen. Ähnlich wie wenn Gas abkühlt, wenn man es aus einer Spraydose sprüht. Während dieses Prozesses ist ein Teil der Energie irgendwie gefroren, so wie Wasser zu Eis gefriert. Hier wurde reine Energie eingefroren und verfestigte sich zu Materie. Eine Minute nach dem Knall war die Abkühlung noch immer im Gange, extrem schnell und buchstäblich überall auf einmal, da das Universum wirklich keine Kanten hat. Es war nicht mehr nur ein kompakter Punkt. Die Basis für die weitere Expansion und alles andere wurde gebildet. Erinnerst du dich an die winzigen Teilchen aus der ersten Bumm-Phase des Universums? Sie begannen sich zu gruppieren und bildeten Atome aus Helium und Wasserstoff. Es dauerte etwa 3 Minuten, bis das meiste Helium und der gesamte Wasserstoff im Weltraum entstanden waren. Dies sind die 2 häufigsten Elemente und die Grundstoffe, die später die ersten Galaxien und Sterne bildeten.
Nur weil die Basis fertig war, bedeutet das nicht, dass die Erschaffung des Universums nach diesen ersten paar Minuten aufgehört hat. Anschließend wurden für Millionen von Jahren keine neuen Elemente geschaffen, weshalb die ursprüngliche Version des Universums ausschließlich aus Helium, Wasserstoff und Energie bestand. Aber schließlich begannen sich die Atome langsam zu gruppieren, was nach viel, viel Zeit zur Entstehung von Galaxien und Sternen führte. Wolken aus Helium und Wasserstoff gruppierten sich und wurden zu Sternen, die Gravitationskräfte hatten. Unsere Sonne besteht auch aus 3/4 Wasserstoff, während der Rest Helium ist. 1/4? Genau. In späteren Phasen tauchten auch einige andere, schwerere Elemente auf, wie Kohlenstoff, Eisen, Sauerstoff und so weiter. Es ging aber nicht nur um chemische Prozesse, bei denen immer wieder neue Elemente, Sterne oder Planeten entstanden. Das ganze Universum dehnt sich seit dem Urknall aus. Forscher stellten fest, dass sich andere Galaxien von unserer wegbewegen. Leute, ihr müsst damit aufhören. Wie sollen wir denn sonst außerirdisches Leben da draußen entdecken, wenn ihr immer weiter weglauft? Und nicht nur das, die am weitesten entfernten Galaxien bewegen sich tatsächlich schneller als die, die unserer Galaxie, der Milchstraße, am nächsten sind. Das Universum ist fabelhaft, unbekannt, geheimnisvoll, beängstigend und völlig still. Stell dir vor, du schwebst in deinem Raumanzug irgendwo über der Erde. Alles, was du tatsächlich hören könntest, ist das Geräusch deines eigenen Atems. Da es keine Atmosphäre gibt, hat Schall keine Möglichkeit zu reisen oder gehört zu werden. Wo wir gerade von einem Raumanzug sprechen, das Ding kostet etwa 12 Millionen Dollar. Ich schätze, wir müssen also noch ein bisschen warten, bis wir im All chillen können. Merkur ist der sonnennächste Planet, also könnte man meinen, dass er auch der heißeste ist. Und doch nimmt die Venus tatsächlich den Titel des heißesten Planeten in unserem Sonnensystem ein, mit einer Oberflächentemperatur von 450 Grad Celsius. Nun, der Merkur hat keine Atmosphäre, die für die Regulierung der Temperatur zuständig ist, also verliert er das Rennen um den Titel des heißesten Planeten im Sonnensystem. Die Venus hat auch ziemlich lange Tage. Ein einziger entspricht etwa 243 Erdtagen. Das ist total praktisch für Menschen mit langen To-Do-Listen, die es gerne langsam angehen lassen. Allerdings umkreist die Venus die Sonne in 225 Erdtagen, was bedeutet, dass ein Jahr dort 18 Tage weniger dauert als ein Venustag. Man kann also zwei Geburtstage an einem Tag haben? Zwei Geburtstage an einem Tag könnte eine der guten Seiten sein, aber die Kehrseite ist, dass es auf der Venus Schwefelsäure regnet und Metall schneit. Nicht mehr so lustig. Die Erde selbst ist auch ganz cool. Da sie 4,5 Milliarden Jahre alt ist und der einzige Planet mit Leben ist, hat sie auch mehr Bäume, als es Sterne in der Milchstraße gibt. 3 Billionen, während es nur 100 bis 400 Milliarden Sterne gibt. Wir haben zwar die Bäume gezählt, aber trotzdem wissen wir nur sehr wenig über unseren Ozean. Nur 5% davon sind erforscht, also wissen wir weniger darüber als über den Mars oder den Mond, deren Oberflächen vollständig kartiert sind. Es ist schon irgendwie lustig. Der Weltraum ist nur 100 Kilometer von uns entfernt, wenn man vom Meeresspiegel auf unserem Planeten ausgeht. Das scheint so nah. Manchmal fahre ich diese Entfernung nur, um zu frühstücken. Und doch sind nur 5% des Universums von der Erde aus sichtbar. 68% davon sind dunkle Energie, während 27% dunkle Materie sind, die wir mit einem Teleskop nicht sehen können. So nah und doch so fern. Wir werden immer die gleiche Seite des Mondes sehen, egal wo wir uns auf der Erde befinden. Der Mond dreht sich um seine eigene Achse mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der er die Erde umkreist. Dies wird synchrone Rotation genannt. Sonnenuntergänge auf dem Mars sind blau. Das passiert, weil der feine Staub auf dem roten Planeten die perfekte Größe hat, damit das blaue Licht die Marsatmosphäre effizient durchdringen kann. So wird das blaue Licht gestreut, wonach es näher an der Richtung bleibt, in die die Sonne geht, anders als das Licht anderer Farben. Das Universum ist voller Wunder und eines davon ist ein Planet, der aus Diamanten besteht. Er ist doppelt so groß wie die Erde und Wissenschaftler glauben, dass er größtenteils mit Diamanten und Graphit bedeckt ist. Um dorthin zu gelangen, brauchst du wahrscheinlich einen 12 Millionen Dollar teuren Raumanzug und ein wirklich teures Raumschiff. Aber wenn du es schaffst, dahin zu fliegen und wieder zurückzufliegen, kannst du das ganz leicht abbezahlen. Denk mal drüber nach.
Wissenschaftler haben auch einige Vorhersagen über das Ende von allem. Oh Mann, bereit dafür? In früheren Stadien war das ganze Universum dicht und kompakt, also wirklich, wirklich dick. Aber nach etwa 400.000 Jahren dehnte es sich immer weiter aus, was es durchsichtiger machte. All das förderte die Freisetzung von Licht, das wir heute als kosmischen Mikrowellenhintergrund oder CMB kennen. Es ist wie wenn du den Fernseher auf einen leeren Kanal stellst und das Kabel ziehst, dann siehst du die statischen schwarz-weißen Punkte, die sich auf deinem Bildschirm bewegen. Sie sind so etwas wie CMB und auch ein Nachglühen all der Energie, die während des Urknalls freigesetzt wurde. CMB ist immer noch da. Astronomen können es durch das Mikrowellenteleskop sehen. Die Ausdehnung hat nie wirklich aufgehört. Das Universum dehnt sich immer noch jede Sekunde mit einer unglaublichen Geschwindigkeit aus, was dazu führt, dass sich alle Objekte im Raum ständig voneinander wegbewegen. Wir wissen das, weil die Sonne aus anderen Galaxien röter erscheint, als sie eigentlich sein sollte. Das nennt man Rotverschiebung und es passiert, wenn sich die Lichtquelle weiter vom Beobachter entfernt. Dann gibt es noch die Schwerkraft. Sie zieht alle Objekte im Universum zueinander an, was der Grund ist, warum die Planeten die Sonne umkreisen oder warum unser Sonnensystem das Zentrum der Milchstraße umkreist. Das ist der Grund, warum wir auf der Erde am Boden bleiben, während wir im Weltraum schweben würden, da es dort keine Schwerkraft gibt. Mit all diesem Wissen kamen Wissenschaftler auf die Idee, dass das Universum eines Tages einfach die entgegengesetzte Richtung einschlagen wird und anfängt zurückzuschrumpfen, was als Big Crunch bekannt sein wird. Ob das wirklich passiert, hängt von der Art unseres Universums ab. Wenn es offen ist, wird es sich weiter ausdehnen und nichts wird es jemals aufhalten. Aber mit der Zeit, wenn es sich ausdehnt, wird die Dichte so gering, dass Galaxien nicht mehr in der Lage sind, neue Sterne zu bilden und die bestehenden werden verblassen. Wenn das Weltall all das Licht und die Wärme verliert, wird kein Leben mehr möglich sein. Das Universum wird nur noch als kalte Jenseitswelt bestehen, die sich immer weiter in die endlose Dunkelheit ausbreiten wird. Und dann, Big Crunch oder nicht, bumm, alles verschwindet. Aber hey, gut, dass wir noch Milliarden von Jahren vor uns haben. Wahrscheinlich werden wir bis dahin sowieso nicht mehr da sein. In Bogen war es früher schon kalt und im Winter erst recht, denn die dicken Steine speichern auch die Kälte. Damals kamen sie auf den praktischen Trick, Wandteppiche an die Bogenmauern zu hängen, um die Wärme drinnen zu halten. Aber man hing nicht einfach irgendwas an die Mauern. Die Wandteppiche sollten schön sein, heroisch und mit einem Wow-Effekt. Die alten Griechen entwarfen auch Teppiche, aber für die Wände ihrer Himmelsburg. Es waren prachtvolle Teppiche aus Sternen gewebt. Alle 48 Sternbilder der nördlichen Hemisphäre wurden von den Griechen erkannt und benannt. Die Geschichte von Andromeda wird auf einem dieser Sternenteppiche gezeigt. Darauf sind 7 Sternbilder abgebildet, die sich über den gesamten Herbsthimmel erstrecken. Außerdem sind auch detaillierte astronomische Beobachtungen zu sehen, die als Glanzlichter im Himmelsteppich erscheinen. Zuerst ist da das Sternbild Cassiopeia. Es steht für die Königin des ältesten Reiches in Afrika, Äthiopien. Wenn das Sternbild Cassiopeia am Horizont zu sehen ist, sieht es aus wie eine Treppe, die zur Milchstraße hinaufführt. Daher wird auch angenommen, dass die Stufenpyramiden vom Sternbild Cassiopeia inspiriert wurden. Auf jeden Fall ist Cassiopeia ein schönes Sternbild, was darauf hindeutet, dass Königin Cassiopeia auch eine schöne Frau war. Sie war hübsch, aber auch eitel, was die dramatische Handlung in Gang setzte. Cassiopeia siehst du am Nachthimmel gegenüber von Ursa Major, dem Nordstern. Wie Ursa Major umkreist Cassiopeia den Nordstern und ist daher ein zirkumpolares Sternbild. In Cassiopeia wurde um 1680 Erdzeit eine Supernova beobachtet, Cassiopeia A, die sich etwa 11.000 Jahre zuvor ereignet hatte. Der Satellit Chandra, mit einem Röntgenteleskop ausgestattet, hat vor kurzem ein außergewöhnliches Foto der Supernova-Reste aufgenommen. Zu sehen sind die Elemente Schwefel, Calcium, Silizium und Eisen inmitten der sich ausdehnenden Wolke mit ihrer hochintensiven Röntgenstrahlung. Cassiopeias Ehemann ist auch ein zirkumpolares Sternbild, ein kleiner, unscheinbarer Stern namens Cepheus. Er hatte ein eigenes Königreich. Der Zusammenschluss von Reichen durch Heirat ist in der Geschichte üblich. Cepheus war ein König von Phönizien.
Damals gab es aber viele Könige in Phönizien, denn Phönizien war eine Ansammlung von vielen Stadtstaaten am westlichen Ufer des Mittelmeers. Das Sternbild Cepheus befindet sich im Gebiet zwischen Cassiopeia und dem Nordstern. Cepheus wurde für die Astronomie wichtig, denn die Astrologin Henrietta Swan Leavitt entdeckte, dass die Sterne in regelmäßigen Abständen pulsieren. Die Pulsationsrate eines Sterns zeigt die wahre Helligkeit und ermöglicht so eine genaue Messung der Entfernung zum Stern. Die Entdeckung der veränderlichen Sterne, den Cepheiden, benannt nach dem Stern Cephei im Sternbild Cepheus, war ein großer Durchbruch für die Astronomie des frühen 20. Jahrhunderts. Das Königspaar Cepheus und Cassiopeia hatten eine Tochter, Andromeda, die auch eine Schönheit war und um die sich der ganze Wirbel dreht. Cassiopeia prahlte eines Tages mit ihrer und der Schönheit ihrer Tochter Andromeda. Wir sind schöner als alle Frauen auf der ganzen Welt. Wow, solch eine Überheblichkeit kann man einer Königin verzeihen. Aber dann ging Cassiopeia noch weiter und überschritt alle natürlichen Grenzen. Wir sind sogar noch schöner als alle Nereiden. Die Nereiden waren in der griechischen Mythologie Meeresnymphen, also Töchter des Ozeans. Die 50 Nereiden, die für ihre Schönheit und ihre Freundlichkeit gegenüber den Seefahrern bekannt waren, fühlten sich beleidigt, dass sich eine einfache, sterbliche Frau über sie stellte. Cassiopeia musste bestraft werden, weil sie mit ihrer überheblichen Eitelkeit die Grenzen der bürgerlichen Ordnung überschritten hatte. Und dafür wurde das gesamte Königreich Äthiopien mit einer unnatürlichen Strafe belegt. Ein Ungeheuer tauchte vom Grund des Ozeans auf, symbolisiert durch das Sternbild Ketus, und begann die Küstendörfer Äthiopiens und die äthiopischen Fischereischiffe zu zerstören. Passenderweise ist Ketus ein Sternbild der südlichen Himmelshalbkugel. Das flächenmäßig viertgrößte Sternbild liegt in einem dunklen Teil des Himmels, der Ozean genannt wird, und nur sein Kopf ragt über den Himmelsäquator hinaus. In diesem Teil des Himmels gibt es mehrere Sternbilder, die mit Wasser zu tun haben. Fische, der Wasserträger Wassermann und Eridanus, der Fluss. Heute wurden schon über 50 Exoplaneten im Sternbild Ketus entdeckt. Du kannst dir sicher sein, dass das James-Webb-Weltraumteleskop die Spektren der Atmosphären dieser Planeten ausgiebig analysieren und nach Anzeichen für Leben suchen wird. Derweil mussten Königin Cassiopeia und König Cepheus etwas gegen das Monster unternehmen, das die Küsten Äthiopiens verwüstete. Sie befragten ein Orakel, um sich wieder in den Bereich der Vernunft und der Natur zu begeben. Sag uns, Orakel, was können wir tun, um das Monster davon abzuhalten, unser Königreich zu zerstören? Dieses Monster ist keine normale Plage der Natur. Es wurde ein Vergehen gegen das höhere Reich begangen und das Monster ist die Strafe dafür. Es kann nicht mit normalen Mitteln aufgehalten werden. Nur ein Menschenopfer des edelsten Wesens kann die Bestie besänftigen. Ein Fehler jagt den nächsten. Die edelste Person des Königreichs ist natürlich Prinzessin Andromeda. Auf Befehl ihres Vaters und mit dem Einverständnis oder vielleicht auch nur auf Anraten ihrer Mutter wird Andromeda an einen Felsen an der Küste gekettet. Sie ist das Menschenopfer, von dem sich ihre Eltern die Rettung ihres Königreichs erhoffen. Wow. Ta-ta-ta-ta! Und hier kommt der griechische Held, der den Tag rettet, indem er die Opferung beendet und Ketus in Stein verwandelt. Es ist Perseus. Woher kommt Perseus? Der Legende nach von den Hebriden. Perseus ging zu den Hebriden, um die Gorgone Medusa zu verfolgen. Auch die geologische Bandbreite dieses Himmelsteppichs ist unglaublich. Von den Hebriden bis zum Roten Meer. Die Hebriden sind ein Archipel aus felsigen Inseln vor der Westküste Schottlands. Damals war es unmöglich, noch weiter zu segeln und die Hebriden waren die Grenze der Welt. Aber Perseus segelte nicht zu den Hebriden, sondern er flog einfach auf seinem Paar geflügelter Sandalen. Hey, voll cool, Perseus! Medusa war einer der größten Bösewichte dieser Zeiten und wenn du sie angesehen hättest, wärst du sofort zu Stein erstarrt. Perseus war also in großer Gefahr. Und was hat unser Held getan? Anstatt Medusa anzuschauen, nutzte Perseus das wissenschaftliche Prinzip der Spiegelung. Er tötete Medusa, indem er sich an ihrem Spiegelbild in seinem polierten Schild orientierte. In unserem Sternenteppich ist Perseus dargestellt, wie er den abgeschlagenen Kopf der Medusa hochhält. Am Nachthimmel öffnet sich ein Auge im Kopf der Medusa, schließt sich und öffnet sich wieder. Arabische Astronomen gaben dem Stern den Namen Al-Ghol, was so viel wie Dämon heißt. Al-Ghol ist ein verfinsternder Doppelstern. Ein Stern ist hell, der andere nicht so.
Und wenn der schwächere Stern den hellen Stern umkreist, zieht er vor dem hellen Stern vorbei und verfinstert ihn und das Auge der Medusa schließt sich. Da der schwache Stern 2 Tage, 20 Stunden und 49 Minuten braucht, um den hellen Stern zu umkreisen, öffnet sich das Auge im Kopf der Medusa etwa alle 1,5 Tage. Das Sternbild Perseus liegt direkt unter Cassiopeia und du kannst sehen, ob Algol verfinstert ist, also ob das Auge der Medusa offen oder geschlossen ist. Perseus flog von den Hybriden zurück, begleitet von Pegasus, dem geflügelten Pferd. Der zentrale Teil von Pegasus ist das große Quadrat, das aus 4 Sternen besteht. Da sich die Erde um die Sonne dreht, befindet sich das große Quadrat im Herbst genau in der Mitte des Nachthimmels. Im Sommer befindet sich das Sommerdreieck aus Vega, Daneb und Altair in der Mitte des Nachthimmels. Im Frühling ist es Leo, der Löwe, und im Winter Orion, der Jäger. Das sind die 4 Mauern der Himmelsburg, die die alten Griechen entworfen haben. Und alle sind mit wunderschönen Sternenteppichen geschmückt. Das Sternbild Andromeda teilt sich einen Stern namens Alpheratz mit Pegasus. Es ist ein Stern an den Ecken des großen Quadrats und es sieht so aus, als ob Andromeda auf Pegasus reiten würde. Ihre Krone, du erinnerst dich, dass sie eine Prinzessin ist, schwebt darüber in M31, der Andromeda-Galaxie. Um M31 zu sehen, überquere die Ecken des großen Quadrats vom untersten Stern zum obersten Stern und wandere dann mit deinen Augen ein Stück weiter nach links und du siehst die Andromeda-Galaxie. Achte aber darauf, dass du sie aus dem Augenwinkel betrachtest. Das nennt man indirektes Sehen. Die Augenwinkel sind lichtempfindlicher, sodass du die riesige Spiralgalaxie, die 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt ist, als Lichtfleck sehen kannst. Er ist sogar 1,5-mal breiter als der Vollmond. Zurück zu Perseus. Er findet Menschenopfer nicht so gut, also verhindert er die Opferung und rettet Andromeda, indem er Ketus dem Blick der Medusa aussetzt. Und hier sehen wir den 2. Doppelstern in unserem Sternenteppich, Mira, der Herzstern von Ketus, dem Seeungeheuer. Mira, von dem wir das englische Wort Mirror, Spiegel, haben, passt so gut zu einer Geschichte über eitle Schönheit. Er ist auch ein verfinsternder Doppelstern. Der schwache Stern, der den hellen Stern umkreist, ist ein weißer Zwerg, der nicht hell genug ist, um ihn mit bloßem Auge zu sehen. Dadurch entsteht der Eindruck, dass das Herz von Ketus stillsteht. Mira wird verfinstert und verschwindet. Dieser Zyklus wiederholt sich alle 332 Tage. Also, unser fabelhafter Sternenteppich zeigt die beiden einzigen mit bloßem Auge sichtbaren verfinsternden Doppelsterne und die nächstgelegene Spiralgalaxie. Auch der Held, der keine Menschenopfer mag und das wissenschaftliche Prinzip der Reflexion nutzte, um mythologische Monster zu bezwingen, ist darauf abgebildet. Wow, so einen Teppich würde ich mir auch in meine Burg hängen.